Du, wie, du? Ja? Wie wär's mit dem Ausweisverzeichnis? Hm. Wir wissen immer noch nicht, wer die 777777777 ist. War das jetzt eine zu viel? Weiß jetzt nicht. Hm. Moment, also Mike Meekins hat dort Blut verloren. Miles Edgeworth hat dort kein Blut verloren. Bruce Goodman könnte. Muss aber. Ja, ach, Bruce, nee, Moment, Goodman um 17.14 Uhr war allerdings war ja Jack gar nicht. Stimmt, er war gar nicht dort. Das heißt, er konnte eigentlich gar nicht derjenige... Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Richtig. Und Mike Meekins war nochmal drin. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen auf diesem Plan, der wirklich Blut... Natürlich. Natürlich, da sind Uhrzeiten. Oh, klar. Ja, das sind Uhrzeiten. Was soll es denn sonst sein? Weiß ich nicht. Irgendwelche aneinandergereihten Zahlen, die aneinander... Das sind schon Uhrzeiten. Ich bin nur gerade im Überlegen. Pass auf. Tja, ich habe jetzt nimm das gemacht. Wenn das Verbrechen im Beweisraum stattfand, dann muss der Täter den Beweisraum betreten haben. Um dies zu tun, braucht er einen Ausweis. Gleich da. Einen Ausweis? Oh! Das Ausweisverzeichnis. Natürlich. Wachtmeister Meekins brachte die Blue Badger-Figur in den Beweisraum um. Ja. Sehen Sie hier, um 16.50 Uhr. Ah, der hat... Wenn das Verbrechen vor dieser Zeit stattfand, dann war es 16.40 Uhr, ja. Hm. Ja! Ah! Miles Edgeworth, was haben Sie nun getan? Gar nichts. Sie haben vielleicht Nerven, Junge. Lassen Sie das Zeug. Man muss nicht lange nachdenken, um drauf zu kommen, dass ich es nicht war. Nö. Nö, ich komm nicht drauf. Ich verstehe es auch nicht. Weiter? Als jedoch das zweite Verbrechen geschah, nahm weder Wachtmeister Meekins noch Wachtmeister Mantel das Blut wahr. Das heißt also, das Blut des ersten Verbrechens war entfernt worden. Vom echten Mörder. Ich hätte nur 10 Minuten gehabt, das Opfer zu ermorden, die Leiche wegzutragen und das Blut zu entfernen. Das ist physisch leider nicht möglich. Genauso wie ein T-Bone Steak in unter 15 Minuten zu essen. Das heißt also, das Verbrechen fand statt, bevor Mr. Edgeworth den Beweisraum betrat. Sehen wir erneut in dem Verzeichnis nach. Damals! Es bleibt nur noch eine andere Ausweisnummer übrig. Und das sind 6 richtige und Superzahlen und alles sind 7. Moment, 6 richtige können gar nicht. Bei 6 aus 49, da können gar keine 7 sein. Ja, ich weiß. Ach ja, und eine 7 habe ich noch vergessen. Und die Zusatzzahl ist die 7, aber das geht. Was Serena? Ach so, es bleibt nur noch eine andere Ausweisnummer übrig. 777777. Hier spricht. Wie heißt die nochmal? Katja Burkhardt. Ja. Und die Zusatzzahl ist die 7. Und im Spiel 77. Stell dir mal vor, die wäre Lottofee. Oh Gott. Stell dir mal vor, es würde die 22 kommen. 22. 22, 27. 36. 42. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und die Zusatzzahl ist die 7. Oder die 6. Die ist eigentlich sogar besser. Eine wirkliche Glückszahl. Aber warten Sie, das ergibt keinen Sinn. Wie hätte Inspektor Goodman den Beweisraum betreten können? Er hat einen Fuffi sich von Inspektor Gunt, von Damon Gunt geliehen. Warum auch immer, was auch immer das zu tun hat mit dem Film. Fall.
Da seine Ausweisnummer im Verzeichnis zuvor nicht auftaucht, muss er gleichzeitig mit dem wirklichen Mörder eingetreten sein. Das ist die einzig plausible Erklärung. Er ging mit 777777 hinein. Siebenmal die 77 mal. Das waren übrigens zwei Siebenen zu viel. Nein, 777777. Das sind keine 9 Siebener, das sind 7 Siebener. Na, aber 777 sind erstmal 3, 777, so nochmal 3 und 7. Ach ja. 2 mal 3 plus 1 ist 7. Ich war bei 2 mal 4, ich habe irgendwie immer 777777777 gedacht. Nein, war nicht. Ja, okay, bin schon still. Monsieur Edgeworth. Sehen Sie nach und finden Sie so schnell wie möglich heraus, wessen Ausweisnummer die 777777. Moment mal! Das stimmt nicht! Das stimmt gar nicht! 777777 ist eine zu viel! 777 ist. Das ist eine. 7! Zu viel, euer Ehren! Ich werde nicht herausfinden, wem der Ausweis gehört. Zumindest nicht im Augenblick. Wieso? Erklären Sie das, amigo. Die Ausweisnummer. 777777. Gehört mindestens einem Oberinspektor oder höher, einem sogenannten leitenden Beamten. Ja. Die Typen werden benutzt, wenn mal der Strom ausfällt. Und weißt du, warum die dann so heißen? Ja? Weil es ihnen dabei nicht gut geht. Es tut weh, sie leiden. Leidenden Beamten. Wir sind nicht autorisiert, die Identität einer solchen Person zu erfragen. Das ist Gant. Ja, muss ja, weil viel mehr bleiben mir übrig. Das ist doch lächerlich. Wie? Ich bin noch nicht fertig, Mr. Lara. Es ist eine Situation, in der wir die Genehmigung bekommen können. Wenn eine offizielle Anklage gegen einen Beamten akzeptiert wird. Eine offizielle Anklage? Sie sind doch alle gleich, nicht wahr? Mit ihren Vertussen und ihren Felsen. So arbeitet die Staatsanwaltschaft. Hey, ich bin kein Staatsanwalt. Ich bin kein Staatsanwalt. Ich bin stolz auf meine Arbeit, Wachtmeister Marshall. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Verleumdungen für sich behalten. Verleumdungen, was? Okay. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen. Yep. No. Nicht Ihnen. Ihr, der Angeklagte dort drin. Ist auch da. Ihrer eigenen kleinen, leidenden Beamten. Lana? Machen Sie keine Dummheiten. Sie ist des Mordes angeklagt. Natürlich haben wir Ihre Ausweisnummer überprüft. Und sie ist nicht 777777. Stellen Sie mich nicht für dumm dar, Partner. Das ist nicht das, was ich fragen möchte. Ich möchte nur eine Sache wissen über den Vorfall. Den Fall essen. Jetzt komme ich gerade gar nicht mehr rein in die Stimme. Neuf, echt? Glaub schon, oder? Ich weiß es nicht, ich hatte kein Schwulisch. Ich meine Französisch. Ja, ich leider ganze. Wie lange hatte ich denn Französisch? 5 Jahre und ich habe alles vergessen. Ohne Scheiß, ich habe alles vergessen. Das klingt nichts. So, als ob du stolz drauf wärst. Nee, lustig ist, wenn du mir jetzt irgendwie Internetseite oder was in den Text gibst, dann kann ich den sogar lesen und verstehen. Aber ich könnte kein Wort mehr sprechen, kein einziges. Oh, ich kann noch ein bisschen Russisch. Adint, wat, rich, tschüje, tschüss. Nee, Moment. Pjatsch habe ich vergessen. Tschüss, jem, wosjem, deviat, desjat, adinatsat, dvenatsat, trinatsat und so weiter. Wir haben in der Schule mit unserer Französischlehrerin immer ein Spiel gespielt. Nein, nicht, was du denkst. Das hätte keiner gewollt, in dem Fall. Naja, aber es ist doch eine Französischlehrerin. Ja, drum sage ich ja, das hätte in dem Fall keiner gewollt. Und zwar mussten wir auf Französisch zählen und immer wenn eine Zahl mit 7 kam, die Ziffer 7 beinhaltet oder durch 7 teilbar ist, dann musste man Hugo sagen. Hugo, was? Hugo. Wieso das? Ja, einfach so. Hugo. Warum Hugo?
Warum was hat nicht das mit 7 zu tun? Nix. Aber so haben wir die Zahlen gelernt und gleichzeitig dann immer 13, 14. Ah, scheiße, Igo. Ah, scheiße. Merde. Nee, aber weißt du, welche Zahl durch 7 teilbar ist? Die 7. Oder auch die 777777. Sicher? Ich denke ja. Warum sollte sie es nicht sein? Auch wahr. Das finde ich jetzt mal schnell raus. Gibt es etwa eine wirklich eine Zahlenfolge mit immer der gleichen Ziffer aneinander, die nicht durch sich also nicht durch die einzelne Ziffer, aus der sie gemacht ist? Das werden wir gleich feststellen, wenn ich meinen Rechner finde. Ich denke, du könntest jede Aneinanderreihung von 7 nennen durch 7 teilen. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Und weißt du, was 7. rauskommt? Die gleiche 7. Aneinanderreihung mit 1en. Mein Gott, bist du dämlich. Jetzt hör mal auf, ich hatte Physik-LK. Du versuchst das noch zu widerlegen, oder? Warte mal. 8, 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 geteilt durch 7. Nein, durch 8 meine ich. Ich meine durch 8, also immer durch die gleiche Zahl. Meinst du, Mann? Ich meinte immer durch die gleiche Zahl, die man dafür verwendet. Das ist schon klar. Dass es mit anderen nicht klappt, ist mir auch klar. Aber dafür kannst du die alle durch 11 teilen. Denke ich. Nicht. Nein, Moment. Geht nicht. Unbedingt. Moment. Na gucke mal, 111 kannst du so schon mal nicht durch 11 teilen, weil 121 durch 11 ist... Ja, ist 11 und also 110 durch... durch 11 ergibt 80,72727272. Ja, dass da irgendwas wie heißt das nochmal, Periode rauskommt, ist auch klar. Können wir jetzt bitte mit dem Mordfall weitermachen? 9000, Entschuldigung. Ja, wir möchten bitte wissen, wo das Blut herkommt und da bringt es nichts, sich mit Perioden zu beschäftigen. Jetzt mit diesem einen blöden Comic, wo die Frau zum Mann sagt, Schatz, meine Periode ist zu spät. Und dann kommt so ein Blutfleck zur Tür, Entschuldigung, hatte Stau. Ist mit Hut und Koffer. Kennst du dieses komische Männchen, was aussieht wie so ein Glaskrug voll mit Bärensaft, so einem roten? Nee. So stelle ich mir das gerade vor. Es sah mehr aus wie ein rotes Ditto, sag ich mal. Oh Gott. Mit Hut und Stock und Koffer. Oh Gott, machen wir weiter. Okay. Beantworten Sie mir eines, Generalstaatsanwältin. In diesem Prozess vor 2 Jahren haben Sie dann nur legitime Beweise verwendet? Die Fingergeste. Legit. Seems legit. Muss der Zeuge die Frage wiederholen, Frau Generalstaatsanwältin? Ich habe ihn klar und deutlich verstanden, Mr. Edgeworth. Ich habe ihn klar und deutlich. Du meinst diesen Einstiegston, ja? Oh. Ist klar, ich hab's verstanden. Vor zwei Jahren habe ich die Anklage in dem Prozess geleitet. Arsch mich nicht. Damals haben wir... Manchmal... haben wir die... Was haben die manchmal? Achso, haben wir die Matchlosigkeit... Nein, haben wir die Machtlosigkeit des Gesetzes zu spüren bekommen. Zumindest hier ging es so. Mama! Ich wurde Staatsanwältin, um Verbrechen mit den Mitteln des Gesetzes zu bekämpfen. Aber bevor ich es merkte, waren wir diejenigen, die vom Gesetz bekämpft wurden. Angeklagte, was sagen Sie da? Ich frage Sie erneut, Generalstaatsanwältin. Im Prozess vor 2 Jahren haben Sie dem Gericht wirklich alle Beweise vorgelegt? Können Sie mir einen
einem damaligen, können Sie mir, einem damaligen Inspektor, in die Augen blicken und ja sagen? Ja, yep. Ich will. Generalstaatsanwältin, Sie haben doch nicht. Ich muss es nicht, Wachtmeister Marshall. Warum antworten Sie ihm nicht? Harte Verbrechen. Harte Verbrechen erfordern harte Maßnahmen. Los, geben Sie mir die härtesten Maßnahmen, die Sie haben. So ist es einfach. Wir haben getan, was wir tun mussten, um den Schuldspruch zu erhalten, den er verdient hatte. Aber Lana! Auch wenn es bedeutete, Beweise zu fälschen. Stell dir das mal vor! Vor allem, ich habe ja die Vermutung, dass die einfach den Marshall-Typen umgebracht hat und das damit gefälscht hat. Ja, keine Ahnung. Dass es so aussah, als ob es der andere gewesen wäre, aber in Wirklichkeit haben die Marshall umgebracht. Möglich ist es. Sehen Sie, das meinte ich. War doch gar nicht so schwer. Los, sag was. Ja, warte, bei mir sind die gerade alle... Ich habe spät weitergeklickt. Manu. Nein. Nein. Also, Lanas Satz hat... Dass das Chaos im Gerichtssaal nicht behoben werden konnte, das Ende der Verhandlung wird bis zum nächsten Tag warten müssen. Ja, genau. Danke. Speichern. Ja. Ach, scheiße. Was ist? Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Nee, wir können ja noch hier. 24. Februar, 15.12 Uhr. Jetzt ist aufs Right und Fay schon Fried geworden. Fry und Partner. Fried und Chicken. Kentucky. kennst du Kentucky schreit ficken? ja, nein. Das hat er aber gefickt eingeschädelt. Oder wie war das? Jetzt mach schon, sonst wäre ich bächtig möse, aber bächtig möse! Irgendwie kenne ich das, aber ich... Das ist aus, ich weiß nicht mehr, RTL... Freitag-Nacht-News war es auf jeden Fall nicht. RTL Samstag-Nacht? Kann sein. Irgend sowas mit Mirko Nonchef und, wie hießen die anderen alle? Gott. Olli Dietrich war auch dabei. Stimmt, der war da auch, ne? Mirko Nonchef, Olli Dietrich, Gott, das ist lange her. Aber wer war der Typ, der das gesagt hat mit dem? Also war da nicht Wiegald Boning noch mit dabei? Nee, oder? Ich glaube, der war auch mit dabei. Und Wiegald Boning und Olli Dietrich haben mal eine Band gehabt, die hieß Die Doofen. Ja, stimmt. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich... Das Einzige, was mir jetzt eingefallen wäre. Was? Das wäre jetzt auch das Einzige, was mir da eingefallen wäre. Mir fallen noch mehr ein. Ja? Ja. Da ging es zum Beispiel hier, es war einmal ein Tannenbaum, der hatte einen großen Traum, er wollte eine schöne Frau beglücken. Und irgendwie war das dann so, eines Tages war es soweit, ein Mädchen war zum Kauf bereit und dann bekam er auch noch einen Ständer. Cool. Oder oh, was waren da noch so drauf? Ich habe das als, Lebzeiten. Zu einer Zeit meines Lebens habe ich das gehört, in der ich noch gar nicht realisieren konnte, was ich da höre. Und das fällt dir jetzt auf, wahrscheinlich. Nein, das ist mir schon vorher aufgefallen, okay. Aber was hatten die noch für Lieder? Aber du bist jetzt schon in der Pubertät inzwischen, oder? Nein, willst du mal nachgucken? Ja, zeig mal. Nein. Natürlich bin ich. Immer noch in der Pubertät. Und das nervt voll. machen wir weiter im Text? Ja, ja. Oh, wir müssen leider schon abbrechen. Ach so, okay. Speichern. Und zwar vom Episodenanfang speichern, ey. Ey, echt mal, eigentlich könnten wir das sogar noch in der nächsten Folge wieder sagen.
Alles. Ja, wollen wir mal auf Italiano? Wir haben ja nichts gesagt. Objektion! Okay, wollen wir noch einen Sound zum Ende sagen, machen, ja. Jinxen? Aber ja, welchen? Ich wäre für die Eule nochmal. Die Eule? Du meinst das Grillenzirpen? Ganz toll. Zufrieden? Ja, es ist einer meiner Lieblingssounds. Schön, 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 schön. Ja. Du auch noch einen? Ja. Ja. Hey! It's over 9000! Ist auch gut. Okay, also bis dann! Tschüssi! Schüssel! Schüssel, du Schüssel! Schüssel, Mann, Nüssel!